Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Tietmanninger Kirche, Makaya, Astner, liebe Schwestern und Brüder aus nah und fern, ihr wisst schon, was heute wieder einmal trifft. Wir haben jetzt beim Don Camillo schon eine längere Pause, der war ja auch im Urlaub und heute möchte er mit dem Herrn über seinen Urlaub sprechen. Wir wünschen euch dazu viel Vergnügen. Und dann die Klosterkirche, neben der
Danny Pepper in den Kindergarten gegangen ist. Dieser Kindergarten trägt sogar seinen Namen, Benedikt Kindergarten. Diese Kirche hat das Patrozinium aller Heiligen, dieser herrliche bayerische Frühbarock mit den wunderbaren, überlebensgroßen Figuren der heiligen Mutter Monika und ihres Sohnes, des heiligen Augustinus. O Herr, es war so wunderbar und die Stiftskirche dieser Stadt hatte einen wunderbaren Altarraum. Dort kann man richtig schöne Hochämter feiern. Und geschmückt war diese Kirche. Wenn das unsere Miesenrin Signora Babette auch so könnte. Und dann diese kleine Schuhgewallfahrtskirche Maria zu Bonla, ganz im Wald versteckt und nicht weit davon ein Bach im Wald mit 1000 Wasserfällen. So wunderbar, so wunderschön. Und lass dir erzählen, Herr, ich habe mir auch die anderen Kirchen der Umgebung angeschaut. Die Pfarrkirche in Kalk, die im Altarraum alttestamentliche Darstellungen hat, die auf die heilige Eucharistie bereits hinweisen und die altehrwürdige Asna Kirche Maria Himmelfahrt und das kleine Kirchheimer Kirchheim, das wie das Wohnzimmer Gottes ausschaut. Du bist ja in deiner Begeisterung kaum mehr zu bändigen. Ich kenne all diese Kirchen. Ich bin auch dort zugegen. Ach Herr, ich weiß, aber ich musste es dir doch nochmals erzählen. Tittmoning war für mich der Höhepunkt meiner Reise. Am liebsten wäre ich dort geblieben. Aber vielleicht gehe ich einmal in den Ruhestand dorthin. Nun komm, Milo, den Tittmoningern reicht ihr Pfarrer. Die brauchen nicht noch einen Don Camillo. Und der dort muss sich jetzt um seine Schäfchen kümmern, denn auch sein Urlaub ist zu Ende und du musst dich von heute an wieder um deine Schäfchen kümmern. Also ran an die Arbeit und denk dran, hier kannst du mich immer erreichen. Amen, Herr. Amen. So ist das mit dem Don Camillo in seinem Urlaub gewesen. Und ihr könnt sicher das zum größten Teil bestätigen, das stimmt, was er sagt. Aber jetzt beten wir zum Herrn, wie wir es jeden Abend tun. Herr, auf dich vertrauen wir. In deine Hände legen wir unser Leben. Lass leuchten über uns dein Angesicht. Hilf uns in deiner Güte. In deine Hände legen wir unser Leben. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Herr, auf dich vertrauen wir, in deine Hände legen wir unser Leben. Und so segne euch an diesem Abend und in dieser Nacht der treue und gütige Gott. Es segne euch der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Und heute versucht mal ein bisschen ein schmissigeres Lied zu singen. Meine Mitstreiter wollen nicht mitsingen, dann probiere ich es halt. Oh mein Gott, der aus der Tiefe mich holt, damit ich lebe. Halleluja! Ich lobe meinen Gott, der mir die Fesseln löst, damit ich frei bin. Halleluja! Ehre sei Gott auf der Erde. In allen Straßen und Häusern, die Menschen werden singen, bis das Lied zum Himmel steigt. Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Ehre sei Gott und den Menschen Frieden, Frieden auf Erden. Damit lasst man's. Und ich wünsche euch allen einen schönen Abend, eine gute Nacht. Bis morgen. Pfiat euch Gott.